Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Tierisch gut, oder genau gesagt hier um Delia Hanako, welche sich im Gebiet Tiragardesund befindet und zwar bei 59:33. Und ja, das Team entgegen zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir nehmen irgendein Zandalari-Pad mit Jagdrudel, schwarzer Klaue und Sprung. Ihr könnt zum Beispiel auch den Fußschlitzer mitnehmen, dort halt einfach mit offenen Wunden arbeiten. Und Urschrei oder ebenfalls hier Sprung ist eigentlich egal. Man hat hier beides eigentlich verringernde Geschwindigkeitsattacken. Dann Silithid Junges mit Kratzen, Zischen und Sandsturm und irgendeine Schlange mit Biss, Zischen und Eingraben. Bei den Zandalari-Pads zusätzlich ist es auch egal, welche Breeds man mitnimmt, bei den anderen eigentlich auch, aber bei den Zandalari-Pads sowieso. Man hat halt hier zum Beispiel einen Pad, der schneller ist sogar als Murray, das wäre natürlich ein bisschen besser, aber ist jetzt nicht unbedingt relevant, um den Kampf gewinnen zu können. Beginnen wir gleich mal den Kampf und hier zu Beginn gleich natürlich die schwarze Klaue einsetzen und danach den Jagdrudel oder eben offenen Wunden und halt Jagdrudel. Und wenn ihr zum Beispiel hier jetzt dann gleich in den Wildtierbonus kommt, werdet ihr ihn mit Sicherheit töten. Wenn es nicht der Fall ist, kein Problem, dann müsst ihr halt einfach noch einen Sprung dahinter setzen. Und wenn nicht gerade ein Crit reinkommt, sollte das Zandalari-Pad dort halt auch überleben. Jetzt zum Beispiel gegen Murray kann man eigentlich hier Schwarzklaue oder Sprung einsetzen, was ihr halt wollt. Eben mit dem schnelleren Breed seid ihr sogar in der Möglichkeit, eben teilweise sogar zwei Attacken einzusetzen, wenn jetzt nicht hier irgendwie ja ein Crit reinkommt, beziehungsweise auch der Gegner einen in der Regen gleich zu Beginn einsetzt, kann eben auch passieren. Jetzt an dieser Stelle werde ich halt einfach passen, weil es, ja, ich wollte halt einfach zeigen, dass man auch mit diesen zwei Pads den Gegner noch besiegen kann. Meistens ist es dann so, dass man bei der zweiten Attacke stirbt, dann kommt Silithid Junges ins Spiel. An dieser Stelle würde ich empfehlen, zuerst Zischen und dann den Sandsturm einzusetzen, damit Zischen wirklich auch trifft. Denn natürlich durch den Sandsturm kann es passieren, dass man mit der einen oder anderen Attacke verfehlen sollte, aber ich hoffe nicht, dass es zu einer Niederlage führen könnte. Also meistens ist es nicht so, weil man halt wirklich auch trotzdem noch recht guten Schaden anrichten kann. Jetzt an dieser Stelle werde ich nochmals den Gegner hier mit Kratzen einsetzen. Ansonsten, wenn ihr seht, ihr könnt den Gegner noch nicht töten, mit der einen Attacke würde ich empfehlen, hier Zischen nochmals erneuern. Ansonsten eben, wie erwähnt, Kratzen einsetzen, um den Gegner hier zu töten. Dann kommt hier der Blauzang ins Spiel. An dieser Stelle, wenn ihr könnt, Zischen einsetzen. Aber ich arbeite jetzt trotzdem hier weiter mit Kratzen, weil es kann eben passieren, dass es eben nicht mehr möglich ist, beziehungsweise Zischen auf Cooldown ist. Leider ist hier auch der Kampf nicht immer gleich. Es kann sein, dass der Gegner hier ja, mit dem Strudel gleich zu Beginn kommt. Es kann sein, dass er gleich zu Beginn Regentanz einsetzt. Es gibt hier auch wieder sehr viele verschiedene Szenarien. An dieser Stelle werden wir hier jetzt mal getötet. Dann kommt hier die Schlange ins Spiel. An dieser Stelle halt einfach empfehlenswert hier mit Eingraben halt im Strudel aus dem Weg gehen. Ansonsten Zischen einsetzen. Habe ich einem gecrittet, das werde ich schnell einmal passen. Und ihr seht, also jetzt an dieser Stelle ist wirklich blöd gelaufen, aber wir setzen jetzt weiter Biss ein und hoffen natürlich, dass wir hier nicht die ganze Zeit noch das Kneifen abbekommen. Also eben, es gleicht sich immer so ein wenig aus, sag ich mal. Also eben, am Schluss ist es jetzt natürlich so knapp gewesen, weil ich auch noch gepasst habe, aber auch noch ein Crit rein gehauen habe, gleicht sich das eben wieder aus. Also es ist immer so ein Abwägen, sage ich mal, aber man sollte eigentlich mit dieser Kombination nicht allzu große Probleme haben. Natürlich, eben wenn irgendwelche Crits reinkommen, ist immer ein wenig blöd, oder wenn irgendwie eine Attacke verfehlt, aber eben zum Beispiel könnte man auch an der letzten Stelle ein Eulenkätzchen mit einbauen, das hat zum Beispiel auch noch Flugattacken. Das könnte man auch noch irgendwie mit einbeziehen, wenn man da Probleme hätte. Aber ich hatte jetzt wirklich nicht allzu viele Probleme mit dieser Taktik. Zum Beispiel von 20 Kämpfen habe ich jetzt 18 gewonnen, weil ja, die anderen zwei waren jetzt von Crit verseucht. Also eben da sollte man wirklich keine Probleme haben. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diese Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!